Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Er war Minister in mehreren Bundesregierungen, langjähriger Bundestagspräsident und der dienstälteste Abgeordnete im Parlament. Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist gestern Abend im Alter von 81 Jahren gestorben. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn heute als herausragenden Staatsmann und Glücksfall für die deutsche Geschichte. Sein Engagement und seine Weitsicht hätten dazu geführt, dass die deutsche Einheit vollendet werden konnte. Zuletzt war es ruhig geworden um den dienstältesten Abgeordneten der deutschen Parlamentsgeschichte. Als Ratgeber aber blieb Wolfgang Schäuble gefragt und geschätzt. Seine Verdienste unvergessen. Die deutsche Einheit, die Freundschaft mit Frankreich, die europäische Politik insgesamt tragen seine Handschrift. Ich persönlich verliere mit Wolfgang Schäuble den engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik jemals hatte. Es war ein steiler Aufstieg. 1972 mit 30 Jahren Abgeordneter im Bundestag. Mit 42 Jahren Minister im Kabinett Kohl. Schnell wurde er dessen engster Vertrauter. 1990 handelte er die Staatsverträge zur deutschen Einheit mit aus, gilt als ihr Architekt. Die Stunde während der Unterzeichnung und danach gehört zu den Höhepunkten in meinem politischen Leben. Wenige Wochen später der Tiefpunkt, das Attentat eines geistig Verwirrten bei einer Wahlkampfveranstaltung. Schäuble überlebte knapp, kämpfte sich mit eiserner Disziplin zurück ins Leben. Ich bin, auch dadurch, dass ich querschnittsgelähmt bin, kein besserer Mensch geworden, leider. Aber ein schlechterer auch nicht unbedingt. Nach der verlorenen Bundestagswahl 1998 wurde er CDU-Vorsitzender, blieb Chef der Unionsfraktion. In der Spendenaffäre verstrickte er sich wegen einer Barspende des Waffenhändlers Schreiber in Widersprüche, trat zurück, brach tief enttäuscht mit Helmut Kohl. Von Angela Merkel ließ er sich wieder in die Pflicht nehmen, wurde zunächst Innen-, dann Finanzminister. In der Euro-Krise befürwortete er einen Austritt des überschuldeten Griechenlands aus dem Euro-Raum, konnte sich damit aber gegen die Kanzlerin nicht durchsetzen. Als Bundestagspräsident warnte Schäuble vor dem Aufstieg von Populisten. Heute würdigte ihn auch der Bundeskanzler. Deutschland verliert einen prägenden Christdemokraten, der gerne stritt und dabei doch nie aus dem Blick verlor, worum es geht in der Politik, das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen. Gerade junge Menschen ermunterte er bis zuletzt, sich in der Politik zu engagieren. Sonst sei die Demokratie in Gefahr. Zum Tod von Wolfgang Schäuble sendet das Erste einen ausführlichen Nachruf um 23.45 Uhr direkt nach den Tagesthemen. Abrufbar auch schon jetzt in der ARD-Mediathek. Auch nach den Weihnachtsfeiertagen kämpfen die Menschen in mehreren Regionen Deutschlands weiter gegen die Wassermassen. Manche Stauseen sind nach den anhaltenden Regenfällen vollgelaufen. Viele Deiche sind aufgeweicht oder sogar gebrochen. Hochwasseralarm gilt im Moment vor allem im sächsischen Elbgebiet, in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Besonders angespannt ist die Lage etwa in Sarstedt südöstlich von Hannover. Dort mündet der Fluss Innerste in die Leine. Sarstedt im Landkreis Hildesheim heute Mittag. Hier ist das Dorf Rute nur noch eine Insel inmitten von überfluteten Feldern und Straßen. Im gesamten niedersächsischen Binnenland wurde die höchste Warnstufe überschritten. Alle Flüsse laufen über. Das heißt, das ganze Land ist unter Wasser nahezu. Wassergesättigte Böden, viele kleinere Stellen auch, wo wir einfach Hochwasserdämme haben, die aufweichen. Tatsächlich ist die Lage im ganzen Land angespannt. Talsperren wie hier die Oker-Talsperre im Harz haben ihre maximale Kapazität erreicht. Rund um Bremen herrscht inzwischen seit Tagen Land unter. An Weser, Wümme und Wörpe müssen aufgeweichte Deiche stabilisiert werden. In Lilienthal melden die Behörden am frühen Abend einen Deichriss. Schon seit dem Morgen packen hier viele Freiwillige mit an. Ich habe Nachbarn oder Anwohner, die direkt am Deich wohnen.
Und da hilft jeder jedem. Ich habe gedacht, ich helfe jetzt hier noch mit, so viel es geht, damit wir nicht alle nach Hause schwimmen müssen. Weiter westlich im Ortsteil Borgfeld sind Keller und Garagen längst vollgelaufen. Anwohner verlassen vorsorglich ihre Häuser. Heute Nacht ist das Wasser dann immer weiter gestiegen und die Türzagen und Fenster haben dem nicht mehr standgehalten. Und dann ging es so bis oberhalb Hüfte. Und dann hat der Sicherungskasten gequalmt und dann haben die Strom ausgestellt. Manche Straßen sind hier nur noch mit Booten passierbar. Vorsorglich evakuiert wurde auch Thüringen bei Kelbra in Sachsen-Anhalt und Winderhausen in Nordthüringen. In Winderhausen ist das Wasser leicht zurückgegangen. Erste Aufräumarbeiten haben begonnen. Doch Entwarnung für die Bewohner gibt es hier laut Krisenstab erst im neuen Jahr. In Dresden bereitet sich die Stadt auf den weiteren Anstieg der Elbe vor. Die Elbfähren haben ihren Betrieb eingestellt. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, sich von überschwemmten Gebieten fernzuhalten. Und Torben Lehning steht an der Elbe in Dresden. Wie ist aktuell die Situation dort? Ja, der Pegel in Dresden an der Elbe steigt weiterhin an. Mittlerweile ist man bei 5 Meter und 92 Zentimetern angekommen. Und das wird wohl auch noch so weitergehen. Im Laufe des kommenden Tages gegen Mittag wird mit dem Scheitelpunkt des Hochwassers gerechnet. Da dürfte man dann über 6 Meter liegen. Das kommt alles vor allem daher, dass im Riesengebirge die Temperaturen in Tschechien angestiegen sind. Eis und Schnee sind geschmolzen. Und das führte gemeinsam mit starken Regenfällen zu dem Hochwasser, was wir jetzt hier zu verzeichnen haben. In Laubegast wurden Barrieren mit Sandsäcken errichtet. Der historische Altstadtkern von Dresden wurde mit mobilen Schutzwänden verstärkt, sodass es nicht zu starken Überflutungen kommen kann. Und die Hochwasserstufe 3 gilt weiterhin in der sächsischen Landeshauptstadt. Es soll aber nicht zu krisenhaften Ereignissen kommen wie 2002 oder 2013. Dort waren hier die Pegelstände weit über 8 Meter gestiegen. Vielen Dank, Torben Lehning in Dresden. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt pessimistisch. Die meisten Verbände sehen sich aktuell in einer schlechteren Lage als im Vorjahr. Das geht aus einer Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach rechnet knapp die Hälfte der befragten Branchen damit, dass die Lage im kommenden Jahr sogar noch schwieriger wird. Schuld seien unter anderem hohe Zinsen und eine schwache Weltkonjunktur. Unternehmen machen sich vor allem Sorgen mit sehr hohem Energieverbrauch. Auch wenn hier weiterhin die Funken fliegen, die Stahlindustrie ist nur einer der vielen Wirtschaftsverbände, die pessimistisch ins neue Jahr gehen. Das Ergebnis der neuesten Verbandsumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft ist eindeutig. Von den 47 teilnehmenden Verbänden bewerten 30 die Lage schlechter als im Vergleich zum Vorjahr, 11 sagen, sie sei gleich. Lediglich 6 sprechen von einer verbesserten Lage. Positiv vorausblicken zum Beispiel die Ernährungsbranche oder auch der Tourismus. Doch generell gilt, die Aussichten auf das kommende Jahr seien alles andere als sonnig. Zum einen ist nur im Jahr 2009 in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise das Ergebnis unserer Verbandsumfrage noch schlechter gewesen in vielen Dimensionen. Und zum anderen haben wir kaum 2 Jahre in unserer langen Zeit, in der wir Verbandsumfragen gemacht haben, hintereinander erlebt, die auf ein schon schlechtes Jahr noch mal ein so schlechtes obendrauf setzen. Kein einziger Verband geht für das kommende Jahr von einer wesentlich höheren Produktion aus. Gut die Hälfte sogar von einem Rückgang. Globale Krisen und das hausgemachte Haushaltsloch der Bundesregierung sind Gründe, die viele Branchen nur unsicher planen lassen. Eine Forderung, um aus der Krise herauszukommen, investieren und den Fachkräftemangel bekämpfen. Ich würde hoffnungsfroher in den nächsten 2, 3 Jahre schauen, wenn es tatsächlich gelingt, das Investitionsthema ernst zu nehmen. Denn wir sehen ja an einer anderen Stelle auch, wie die demografische Alterung drückt. Das erste Mal erwarten wir, dass die Erwerbstätigkeit wieder zurückgeht. Nicht, weil Arbeitsplätze freigesetzt werden, sondern wir keine Menschen haben für diese Arbeitsplätze. Auch Fachkräfte aus dem Ausland könnten helfen, dieses Problem zu lösen. Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik bleiben viele Arztpraxen zwischen den Feiertagen geschlossen. Die Mediziner protestieren damit gegen eine aus ihrer Sicht zunehmende Belastung durch überbordende Bürokratie. Außerdem sollen Ärzte von Montag an weniger Geld für Neupatienten erhalten. Der Virchow-Bund warnt vor einer dauerhaften Unterversorgung der Patienten. Krankenkassen und Patientenschützer kritisieren den Streik in einer Zeit, in der es Rekordzahlen bei Atemwegserkrankungen gebe.
Nach mehrjähriger Corona-Pause trifft sich von heute an der Chaos Computer Club wieder in Präsenz zu seinem Kongress. Bei der Veranstaltung in Hamburg stehen aktuelle netzpolitische Themen auf dem Programm. Es geht aber vor allem um künstliche Intelligenz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren über Chancen und Risiken der Technologie und über den richtigen Umgang damit. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute an Sie, weil unser Land einer schweren Bedrohung ausgesetzt ist. Das ist nicht der echte Olaf Scholz. Das ist ein sogenannter Deepfake. Aktivisten haben das Video mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt. Künstliche Intelligenz ist ein Schwerpunktthema des diesjährigen Hacker-Kongresses. Die Gesellschaft müsse lernen, damit umzugehen, sagt der Chaos Computer Club. So eine neue Technologie wird ja einerseits gerne mal unterschätzt in dem, was sie an Folgen haben wird, gleichzeitig auch überschätzt in dem, was man glaubt, was sie könnte. Und ich denke, das zu erklären und zu ergründen, ja, zu sehen, wo sind die Grenzen von künstlicher Intelligenz, was sollte man ihr lieber nicht anvertrauen. Künstliche Intelligenz hat ihr Leben jetzt schon sehr verändert. Softwareentwicklerin und Beraterin Casey Kreer ist hochgradig sehbehindert. Schilder kann sie sich zum Beispiel fotografieren und vorlesen lassen. Ich kann mir zum Beispiel eine Website einfach zusammenfassen. Ich kann es mir in einer Sprache zusammenfassen lassen, die wirklich vielleicht einfacher ist. Ich kann dann dazu noch mal Nachfragen stellen, wenn ich welche habe. Oder ich kann mir Bilder beschreiben lassen, was jetzt vor einem Jahr noch undenkbar war, dass das geht. Jetzt ist das in der Qualität möglich, wo ich wirklich sage, ja, das ist gut. Neue Technologien und ihr Für und Wider. Noch 3 Tage geht der Hacker-Kongress in Hamburg. Bahnhöfe, Eisenbahnbrücken und Viadukte. Gustave Eiffel schuf architektonische Meisterwerke, meist aus Stahl und Nieten. Das Wichtigste steht mitten in Paris und trägt seinen Namen. Der Eiffelturm La Tour Eiffel. Für die Pariser Weltausstellung 1889 errichtet, wurde der Turm zum Wahrzeichen der Stadt. Heute vor 100 Jahren ist Gustave Eiffel gestorben. Es ist eines der berühmtesten Bauwerke der Welt. Die Eiserne Dame, La Tour Eiffel. Das erste Monument dieser Größe aus Eisen. Über 18.000 Einzelteile, 2,5 Millionen Nieten, 7.300 Tonnen Stahl. Erbaut von Gustave Eiffel, dessen Vorfahren aus der Eifel stammten und der sich einen Namen als Ingenieur und Unternehmer gemacht hatte. Es war ein schwindelerregender Plan. Gustave Eiffel wollte den höchsten Turm der Welt bauen. Für die Geschichte und zugleich als Symbol der modernen Zeit. Es war unglaublich. 1000 Fuß Höhe, mehr als 300 Meter, das hatte bislang keiner gewagt. In Rekordgeschwindigkeit von nur 2 Jahren entstand der Turm. Eiffel übernahm die Kosten aus eigener Tasche. Die Reaktionen waren gespalten. Ein Meisterwerk, sagten die einen. Monströs, urteilten die Gegner. Der Turm machte Angst mit seinem Gigantismus und es gab außerdem Zweifel an seiner Standfestigkeit. Außerdem galt das Material als nicht edel genug. Doch die Pariser eroberten ihren Turm sofort. Die Baukosten amortisierten sich durch Eintrittsgelder bereits im ersten Jahr. Gustave Eiffel hatte die Nutzungsrechte für 20 Jahre erhalten. Danach sollte der Eiffelturm eigentlich abgerissen werden. Tatsächlich aber war er da, längst zum Pariser Wahrzeichen und zum Symbol einer neuen Epoche geworden. Der langjährige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors ist tot. Er starb heute im Alter von 98 Jahren in Paris. Delors stand von 1985 an ein Jahrzehnt an der Spitze der EU-Kommission. Dabei ebnete der Franzose unter anderem den Weg zur Währungsunion. Er gilt als Vorkämpfer der europäischen Einigung. Der französische Präsident Macron würdigte Delors als einen unermüdlichen Architekten Europas. Und hier noch der Blick auf die Lottozahlen. 6, 9, 17, 33, 41, 44. Die Superzahl lautet 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 28. Dezember.
Wolken des Tiefs bei Großbritannien erreichen uns. In der Nacht zieht daher ab und an Regen von Nordwest nach Südost. Nach Mitternacht erreicht der Regen an der Linie Nordschwarzwald-Erzgebirge. Viel Regen kommt nicht runter. Am Tag zwischen Main und Donau sowie im Norden ab und an Regen. An der Nordsee einzelne Gewitter, im Norden viel Wind. In der Nacht plus 9 bis minus 4 Grad. Am Tag 6 Grad im Bayerischen Wald, 13 Grad am Niederrhein. Am Freitag, vor allem im Norden und in der Mitte, Schauer und örtlich Gewitter, windig, an den Küsten ist es stürmisch, im Süden freundlicher. Am Samstagvormittag, Schauer im Südosten, im Norden den ganzen Tag über. Am Abend im Nordwesten Regen. Am Sonntag breiten sich von Westen Schauer aus, im Nordwesten Gewitter, in der Westhälfte ist es windig bis stürmisch. Um 23.25 Uhr spricht Jesse Wellmer in den Tagesthemen mit dem ehemaligen SPD-Chef Franz Müntefering über Wolfgang Schäuble und ihre gemeinsamen Jahrzehnte in der Bundespolitik. Und wir stellen eine Kinokomödie zwischen Konsumrausch und Klimaklebern vor. Black Friday for Future. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.